So, herzlich willkommen. Da geht's mit der nächsten Runde hier Phasmophobia. Dann schauen wir doch mal hin. Brauchen noch 14 XP tatsächlich für das nächste Upgrade. Herausforderungen passen, glaube ich, auch soweit. Wie sind mit einem anderen Jäger? Ja, gut, finden Sie Geist über raus. Foto vom Geist, ja. Okay. Das ist doch machbar soweit, denke ich mal. Okay, schauen wir doch mal. Wen wir jetzt Crazy Viper? Viper Man macht, glaube ich, heute Armer, wenn mich nicht alles täuscht. Und daher wird das, glaube ich, jetzt erstmal nichts werden. Gehen wir doch mal zu Crazy Viper, mal gucken, was da so abgeht. Können wir wieder ein bisschen durchwechseln. Guten Abend. Guten Abend. Moment. Ja, das sieht ja schon mal Inventory nicht hier. schlecht aus. Genau, ja, passt. Was haben wir denn? Craften, Profi, alles klar, sehr schön. Füll ich mal auf, schnell. Sonst mache ich, Was? weil sonst. Ja, was haben wir denn noch? Salz fehlt noch. Ja, ich hau mal rein. Eigentlich nicht viel, ich habe durch drei Viertel schon dazu gemacht. Sehr gut. Gut, dann bereit alle Leute. Haben wir auch vier starke Taschenlampen? Ja, haben wir. Passt. Ja. Das ist das Wichtigste, dass sie ihre starke Taschenlampe hat. Oder wir Nö, machen die einfach haben eine wir gar Challenge. nicht. Vorhin. Nur mit Würde ich Kerze. jetzt auch sagen. Vergessen. Ja, die ersten Runden dauern immer so ein bisschen länger hier im Laden, aber kennen wir ja schon. Das passt ja soweit. Dann nehmen wir eine große Map. Ja, ich glaube, beim ersten Mal dauert es immer so eine Runde. Sehr gut. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Komm ich mal wieder in die Sprach. Box. Du nur mit der Sprachbox immer hast, ey. Why not is he nicht? Ja, ich nehme mal EMF und Thermometer mit. Jo, ich nehme Thermometer. Okay, 10 Grad Celsius brauchen wir, Räucherstäbchen und die Mitglied Geister-Events, sowohl als auf Gruppen als auch alleine. Das sollten wir hinkriegen. Nee, noch nicht, glaube ich. Wir brauchen eine Kamera, hier ist ein Knopf. Sehr schön. Schauen wir mal gerade hier. Ein Zeichen. Es hat auch so ein bisschen nachgelassen jetzt. Mit dem Gib uns ein Zeichen, da durchzurennen. Ja, ich hab
bei den Knochen gefunden. Da war so eine Walle. Ah, hat er auch mit einer Kamera. Sehr schön. Hm? Unten flackert Licht. Jo. Ist es hier denn noch kalt? Nee, irgendwie. Ja, hier 10 Grad kurz. Hier irgendwo, gerade war es, ja. Ja. Hier 11. Hier 11 gerade. 12. Wir müssen dauern, ey, der hier runterkühlt halt. Ruf dich da nochmal an, wenn du. Jo. Hier sind es gerade 10 kurz gewesen. Oh, hat gerade Klavier gespielt. Ja, beim Klavier ist sie. Hier ist sie. Also dann, ey, ruf die Spieler nochmal an. Ja, ich hatte gerade kurz 9. Der geht die scheiß Sprachbox wieder nicht. Ja, ne? Ich bin in der Küche. Schreib in das Buch. Hier vorne sind 8 Grad, also die muss da an der Treppe sein. Ja, ja, hier. Nicht so ganz eindeutig. Hin. Ich glaube, das ist so ein Treppengeil. Den gerade auf der Treppe. Ja, hier waren es kurz 7, also irgendwie so die Ecke hier an der Tür. Ja, das ist ja echt zu viel Kamera, was jetzt auch in hier steht. Meistens spawnst du manchmal sogar hier drüben mit ihren Ohrpunkt. Ja, ich hau mal einfach einen EMF da hinten auch noch rein, wir haben ja hier schon einen liegen, das passt ja. Okay. Hier ganz links siehst du. Mhm. Ja, schon mal eins. Es wird ja, genau. Dann. Thermometer ist auch abgeschakelt, ja. SMS. Also wir haben Bob. Wir haben bis jetzt nur Orbs, glaube ich. Ich bring mir gerade noch Räucherstäbchen mit. Ah ja, Box. Mach mal eine Box aus. Sollen wir gehen? Wow, wie nett. Hat der irgendwas hier schon angefasst? Ist dein Team? Wenn ich sie hinlege, reagiert die blöde Kuh nicht mehr. Hast du Obst? Ist das deine Frau? Hast du Hobbys? Hast du Hobbys? Bist du da? Hat mir gefragt, was du? Nee, noch nicht. Hier. Mama. Bist du hier? Guck mal aufs Klavier, weil sie hat auch auf Tasten rumgespielt. Mhm. Spiel auf dem Klavier. Laufen hier 2 Boxen oder nur meine? Nur meine. Spiel uns eine schöne Polka. Gucken.
Bitte nicht mit dem Licht drauf donnern, ja? Danke. Also, gucken wir mal. Nö, keine Fingerabdrücke. Schauen wir mal mit dem EMF drüber. Und gerade gucken, ob das mit dem Räuchern jetzt schon geholfen hat. Super. Wir haben alle Nebenziele erreicht. Sanity ist bei Melly bei 21, Birne auch so bei 21, bei mir bei 50 und bei Viper bei 40. Falls ihr Pillen nehmen wollt. Die Infrarotlampe. Ach ja, guck mal bitte Lichtschalter für diesen Raum hier. Wo ist denn der? Einer ist. Oh, sie huntet. Ja. Fuck. Rote HP. Oh no. Hat sie einen? Nee, tatsächlich nicht. Okay, das war ein kurzer Hand. Wow, das war ein sehr kurzer Hand. Ja, also ich hab's schon hinter mir gehört. Ich dachte schon, okay, fuck, jetzt war's das, aber... Ich hab's auch immer kurz gehört. Hat das EMF ausgeschlagen oder so? Hab ich nicht gesehen, aber ich dachte, irgendjemand ist gestorben, weil der Hand gestorben. Ja, ja, genau. Ich hatte es auch schon hinter mir gehört. Foto hab ich. Interaktion hab ich. Boah, und trotzdem noch den dritten Beweis. Das kannst du ja überhaupt sehen. Poltergeist, Jin, Mara. Ich würde auf Poltergeist tippen, oder? Schmeißt der viel rum, oder nicht? Was haben wir denn noch? Box? Box und Orbs. Orbs, okay. Ich glaube, so viel rumgeschmissen hat er bisher aber noch nicht. Kann ja nochmal gucken. Ja. Sind die alle drauf? Aggressiv ist er aber auch nicht, ne? Mara will ich da auch ausschließen. Ja, am F ist nur bei 4 oder 3. Ja. Gefriere Temperatur für Made. Mare. Ein Poltergeist braucht Fingerabdrücke. Also Fingerabdrücke im F 5 oder Gefriertemperatur. Nö. Von wo sie kam. Also ich habe maximal 5, 6 Grad. Ja, minimal in dem Falle. 3. Geh mal kurz. Was hast du gesagt? Ihr beide seid unter 5%. Oh. Also Burner und Melly. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gehört. Oh. Aber lohnt sich das Film zu nehmen? Eigentlich nicht. Warum nicht? Wir haben doch alle Aufgaben, aber wir müssen noch wissen, welches. Genau, wir brauchen auch die letzte. Das ist der dritte Beweis. Den dritten Beweis brauchen wir. Ich schwör, bei mir hackt ihr so rum. Was fehlt uns denn? Hat sie ins Buch geschrieben, auf dem Buch hingepackt? Ich glaube aber eventuell in der falschen Ecke. Also unter der Treppe liegt eins. Ja, dann packe ich das mal zum Klavier, oder? Nee, ich hab's schon rübergeräumt, aber wir können beide Seiten. Ach so, okay. Ja, ab und zu packt das, glaube ich, so ein bisschen rum. Wo ist denn die zweite Infrarotlampe überhaupt? Ich hab eine. Reib in das Buch. Ich hab auch eine. Okay, dann habt ihr zwei. Reib in das Buch. Gefriertemperatur haben wir nicht, also könnte es ja eigentlich nur EMF5 sein oder Fingerabdrücke irgendwo. Ja, das heißt, Buch können wir eigentlich komplett lassen. Naja. Wo ist denn der scheiß Schalter für die Lampe hier? Mal weg. Nö, ich habe aber nichts an Fingerabdrücken.
Dann müssen wir also provozieren, dass wir eben mal 5 kriegen. Warte mal. Ich guck mal, wer ist denn die? Wisst ihr das? Ich wollte gerade gucken, ja, ich guck mal. Ja. Und bleibst du mit dem EMF da stehen? Irgendwas mit Thomas, glaube ich. Ja? Steven Thomas. Ja, passt ja noch mit der geistigen Gesundheit. Okay. Ist überhaupt jemand drin? Ja, Crazy Viper. Ah ja. Also Secret, ich nenne ihn Secret. Okay. Könnte aber auch Viper sein. Hatte ich letzte Woche schon mit jemandem, der Viper heißt, zusammengespielt. Irgendwie haben wir jetzt hier so einen roten Faden drin. Hm. Ich hoffe, er lebt noch. Alles fit noch? Aber kein EMF. Kein okay. Der muss sie ins Buch. Nicht einmal ausgeschlagen. Ich glaube, Buch ist gar nicht drin, oder? Beim Ausweich. Ich glaube, es war Gefriertemperatur, EMF und Fingerabdrücke. Das, was noch übrig bleibt. Der ist hochbewegt. Aber kalt wird ja nicht, also kann es eigentlich theoretisch nur ein Fingerabdruck sein. Ja. In das Buch. Aber die Fingerabdrücke ist halt hier, finde ich halt hier leider auch absolut nichts. Hast du an der Scheibe geguckt, ob da was ist? Ja, da ist leider auch nichts. Am Klavier auch nicht? Nops. Der hat hier raufgezitzelt. Mhm. Hm. Merkwürdige Frau. Ich würde auf EMF5 tippen, weil er immer Licht anmacht. Oder habt ihr schon wieder jedes Licht angemacht? Nee. Also ich habe kein Licht angemacht. Und ein Djinn bewegt sich ja schneller, wenn er Licht anmacht kann. Also wenn er fähig, kann er seine Fähigkeiten besser benutzen. Also wir haben... Fingerabdrücke habe ich selber schon geguckt, da habe ich nirgends so welche gefunden. Ja, genau. Boxgeister Orb. Und Minustemperaturen hast du nicht, dann hättest du Rauchatem. Genau. Das wirst du merken. Also muss ich das Buch sein? Buch? Hä? Oder nicht? Du hast doch nur drei Geister zu Hause. Poltergeist, Djinn und Mare kann es sein. Dann schauen wir mal gerade. Rauch, EMF. Mare sind Gefriertemperaturen. Genau. Ja, und Poltergeist, also Fingerabdrücke, Fingerabdrücke, Gefriertemperaturen oder EMF brauchen wir. Die Handtet und ist keiner drin? Boah. Weil er hier quasi, weil die Tio ihn rausgeschoben hat, eigentlich war er drin, deswegen hat seine Hand begonnen. War draußen. Ich hatte hier auch einen Herzschlag. Hey, ich weiß, ob es mittlerweile gefixt haben, aber einen Kumpel haben sie neulich mal irgendwo durchs Fenster geholt. Der war eigentlich nämlich auch draußen. Ich wurde schon durch die Tür. Ja, wenn du zu nah an der Tür gehst, hängst du ja mit den Armen drinne, dann holst du dich auch. Ja. So. Jetzt hat sie jetzt die Zone ausgemacht. Ich weiß nicht, sollen wir fahren und einfach sagen, es ist EMF und einfach auf EMF raten, weil so das Einzige, was mir jetzt hier noch einfällt. Aber EMF steckt die ganze Zeit nicht an. Ich hab's jetzt auch nicht gehört, wo der Hand begonnen hat oder so. Fingerabdrücke war doch Mare, oder? Nee. Poltergeist.
Das war knapp. Die eventuell auch ankommen. Es könnte auch ein Poltergeist sein. Ich glaube, der macht auch immer gerne Licht an. Denn ich gehe jetzt einfach auf Poltergeist. Nein. Wir müssen uns auf irgendwas müssen wir uns jetzt einigen, oder jeder trägt irgendwas ein, was er denkt. Oder genau, dann können wir da gucken, wer recht hatte. Ich tippe auf EMF. Weil das andere kann ich irgendwie mehr oder weniger sicher ausschließen. Mit Fingerabdrücke haben wir eigentlich alles abgeleuchtet. Naja, mal gucken. Also wäre es dann. Also ich gehe dann mal auf Gin. Mal gucken, was es wird. Ah ja, ich bin auch der Meinung, weil EMF ist das Einzige, was wir nicht richtig nachprüfen konnten. Genau. Du wirst dich wieder hochbacken hier. Geht das noch? Nee, aber reinbacken tut er sich. Ah ja. Helmut Nummer 4 ist wieder. Sehr schön. Gott sei Dank. Jo, das war doch, ist doch mal gut gelaufen hier. Sehr gut. So, schmeißen wir noch ein bisschen was rein hier. Fotoparade können wir noch ein paar geben. Na, guck mal, doch. Ja gut, Job fehlt noch. So, ah ja, Tanglewood, sehr schön. Müsst ihr eigentlich, ja, das Wichtigste wäre drin. Passt.
Ah ja, da haben wir alle. Sehr schön. Gut, dann nehme ich Buch und Geisterbox mit. Mhm. So, was haben wir denn? Kruzifix brauchen wir noch, Bewegungssensor brauchen wir und Zeuge eines Geister-Events. Mark Johnson reagiert nur auf Leute, die allein sind. Na dann. Die ist hier vorne irgendwo. Ah ja. 12 Grad hatte ich gerade, ich bin mir aber nicht sicher. Hier drin habe ich wieder 12,1 kurz. Ich habe auch kurz Herzschlag hier. Das dauert wahrscheinlich noch. 11,9, ja, hier drin also. Ja, ich habe einen Step. Die ist hier vorne. Dann schauen wir mal, da hauen wir das Zeug mal rein. Hat schon das Buch geschrieben. Ja. Geil. Wow. In deiner Hand. Wie geil. Da konnte es jemand nicht erwarten. Bist du hier? Er hat das Buch in der Hand und sie hat reingeschrieben. Wo bist du? Ihr müsst euch mal alle Temperaturen sind. Achso, der reagiert auch nur auf alleine. Achso, ja, warte, dann geht es jetzt. So, haben wir mal die Sprachbox noch rein. War, glaube ich, ja ein Eher. Kurzfix haben wir auch noch gebraucht, ja. Obwohl, ich glaube, wir nehmen erstmal Bewegungssensor mit. Ah, ich trage mal das Buch ein. Ups. Ich hab Fingerabdrücke. Einmal Fingerabdrücke. Spirit oder Revenant wär's dann. Ah, er kommt noch gerade mit dem Foto. Das wäre eine Idee. Oh, da ist er ja. Hast ein Bild? Und da kannst du gerade die Fingerabdrücke mal fotografieren. So, Bewegungssensor. Ich glaube, Kruzifix brauchen wir noch. Dann schauen wir mal. Der Bild ist ja richtig professionell. Kein Licht drinne. Kein Licht drinne. Strahlend hell. Okay. Ah, kein Licht, Alter. Haben wir das schon als... Bitte? Hatten wir nicht.
Kruzifix fehlt noch und Bewegungssensoren. Habe ich aber schon angebracht. Das haben wir schon abge. Also, das Kruzifix ist das Einzige, was gerade noch fehlt an Nebenaufgaben. Wie ist eigentlich mit Dings? Ja, gut, Sanity ist locker. Wissen wir schon, was das für ein Geist ist? Nee, ja, der letzte. Ja. Das ist ja uncool. Ach, der reagiert doch nur auf Leute, die alleine sind. Das passt schon. Nee, er hat nicht reagiert. No. Ja, wir haben jetzt Fingerabdrücke und was war das andere Geisterbuch bisher? Das dritte fehlt halt noch. Ja, MF5 oder Geisterbox? Ja. MF oder Geisterbox? Auf was anderes brauchen wir jetzt nicht gucken. Also, EMF 5. Fast 200 Stunden dauern. Ja, wir haben EMF, sehr schön. EMF 5. Also ein Revenant. Also müssen 30-40 Euro. Ja, ich glaube, das mit dem Kruzifix können wir knicken, oder? Das funktioniert eh nicht so richtig. Zumindest meiner Erfahrung nach. Und das haben bei so einem kleinen Raum funktioniert, aber man muss halt wissen, wo er spawnt. Weil die spawnen ja nicht immer in den Räumen, wo sie ihre scheiß Aktivitäten machen. Ja gut, das stimmt. Also wir hatten jetzt vorhin, als wir ihn gesehen haben, war er quasi direkt vor der Tür. Was haben wir eigentlich an Bildern? Knocheninteraktion haben wir. Lass einfach fahren. Ja, scheiß auf die 10 Dollar. Naja, das war doch schon mal nicht schlecht. So. Schmeiß mal ein bisschen was rein. Habt ihr gehört? Nee. Ich bin gleich wieder da, ich bin kurz raus. Alles klar. Bis gleich. Jo. Ja, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus hier. Ja, ich glaube, das haben wir dann soweit, oder? Ja. Ja, ich glaube, jetzt hier bei Prison wäre es doch noch ganz angenehm, wenn noch ein Vierter dazukommt. Nicht
Ja, wart mal ab. Aber irgendwie jetzt keine so rätselige Truppe im Moment. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Seite, obwohl das war relativ weit vorne, zweite, dritte Seite, glaube ich, von der Serverliste. Ah ja, guck mal. Ich join mal bei einer Freundin. Bis später, schönen Abend euch. Alles klar, jo, viel Spaß. So, hallo. Da dünnte sich dann doch ganz schön aus. Naja, mal gucken, ob wir noch ein, zwei reinkriegen, dann hoffen wir das Beste. Guten Tag. Hallöchen. Hallöchen. Ah, okay. Wieder da, geht wieder. Chillig. Ja. Ja, der war gerade vorhin schon mal da. Ah. Ja, aber ich, wie gesagt, ich denke für Prison wäre es doch schon ganz praktisch, wenn wir noch einen fünften dabei haben. Einen vierten. Ja, ja. Einen vierten. Einen fünften. Vielleicht kommt wär das auch irgendwann gut, wenn noch. Wenn man mal mit fünf spielen könnte. Ja, ja, einer ist halt dann Geist. Ja. Ja, nee, das haben sie gesagt, das wollen sie nicht reinmachen. Ja. Also dass es halt dann eben kein Dead by Daylight abklatsch wird. Ja, ja. Aber gut, ist mir tatsächlich auch ganz lieb. Ich bin auch einer, der lieber Koop als PvP spielt. Same, definitiv. Moin. Hallo. Na gut, da haben wir unsere vier. Hören? Ja, passt, dankeschön. Ja, ah, sehr gut. Gut, für Ausrüstung haben wir soweit, dann bauen wir mal aus, oder? Auftrag. Prison Auftrag Profi. Noch nicht. Nee, achso, bei mir steht Prison Profi ja, noch. Musst du reinmachen. Ich kann tatsächlich nichts ändern. Ich kann auch nicht bereit drücken. Okay. Also bei mir ist kein Auftrag ausgegeben. Böhne, kannst du eventuell noch was ändern? Ja, weil der Host ist nämlich jetzt dann auch vorher rausgegangen, bevor wir hier gestartet haben. Ah, jetzt. Jetzt, ja, ja. Jetzt. Okay, cool. Ich glaube, Birne hostet dann jetzt.
Ah ja, okay. Da haben wir es alle. Sehr schön. Ich nehme Spirit Box mit. Also wir brauchen Kruzifix, Geister-Events und Geister-Event und Salz, Donner Brown und antwortet auch auf Grubben. Also cool. Dann nehme ich mal Buch und EMF mit. Ja, ich habe hab Infrarot und Kamera. Okay, natürlich. Ja, du kannst ja zwei Sachen gleichzeitig tragen, das finde ich mega nice in VR. Deswegen jo. Ja. Aber du musst dann die Sachen abstellen, wenn du Türen öffnen willst. Ja, 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 ja. Ist ja kein Problem. Abstellen, öffnen, wieder aufnehmen. Ah, spielt irgendeiner mit VR, wie das hier aussieht? Ja, ja. Das sieht sehr komisch aus. Ja. Jetzt sehe ich das erste Mal, dass ich mit jemandem mitspiele, der VR hat. Ah ja, cool. Nee, ich hab schon mit einem gespielt, die VR hatten. Ich gehe direkt hoch. Ja, ich komme mal mit. Dann gehe ich Block A. Guckst du hier die ersten Rollen? Ach, du hast nur EMF, ne? Ich hab leider nur EMF, ja. Ja, es wäre praktisch, wenn man tatsächlich vier Thermometer hätte, aber ich glaube, es ist halt im Moment ist das Ding einfach noch zu stark. Ja, 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 definitiv. Nope, 19 Grad, das ist definitiv nicht der Geisterraum. Vielleicht ist es ja ein warmer Geist, man weiß es nicht. Hatte ich noch nie. Das glaube ich auch nicht. Nee. Aber ja, wie gesagt, es kann ja sein, dass sie das eventuell noch einbauen. Von wegen. Weil wie gesagt, im Moment musst du einfach nur im Thermometer durchrennen und hast dann relativ schnell und sicher den Geisterraum gefunden. Und wenn du jetzt halt wirklich da mal Geister hast, die dann... warme Geister gibt. Genau, die halt dann doch vielleicht irgendwie Körpertemperatur haben oder was weiß ich was. Ja, 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 ja. Aber dafür sind die anderen Sachen dann... anders halt besser erkennen. Genau. Aber dafür sind die anderen Sachen halt teilweise auch zu buggy. Die dann öfter ein EMF-Signal machen oder so. Jo, genau. Mal gucken, ist ja noch am Anfang alles. Hier, 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 hier. Definitiv. Es ist oben das Chefbüro. Okay. Ja, wir kommen. Ja, 11 Grad. Das ist hier definitiv. Wo bist du? Okay, Geisterbox, sehr schön. Schreib in das Buch. Wenn du hier bist, schreibe mal bitte in das Buch. Oder mal was. Mal was, das geht auch. Vielleicht so eine Dämonenfalle, das wäre ganz lustig. Oh, hat schon die Tür bewegt. Wir haben übrigens Geisterbox schon als Item. Ja, natürlich, EMF 2. Ja, das hätte ich eingekackt, ich weiß. Ich hole ihm ein bisschen neuen Stoff. Jo, ich auch. Hier, hier, hier. Ach, da hinten. Genau. Ah, da. Genau, dann da durch. Und dann einfach links. Ich habe so die Nebenaufgaben schon nicht mehr im Kopf, aber naja, schauen wir mal nach. Salz, Kruzifix und Geister. Ah ja. Geister-Event. Kruzifix funktioniert ja leider nicht so wirklich. Ja, das ist immer irgendwie ein bisschen verpackt. Naja. Sind zum Glück nur 10 Dollar. Ich alleine versuchen kann, ich bin eigentlich Kruzifix-Master. Gut. Nimm einfach einen Kruzifix mit. Wir haben Orbs. Jupp.
Okay, Poltergeist Shin Mare. Poltergeist Shin Mare, Fingerprints, EME5 oder Freezing Camps. Jupp. Stimmt, hatte ich glaube, hatten wir bei der letzten und vorletzten Runde ja auch schon. Ja, es liegt an der Tür Tür 1. Nein, das liegt nicht an der Tür, das liegt auf dem Schreibtisch von ihm. Okay. Ich komme mit einem Kruzifix und einem Ich bring mal Salz mit. Und noch ein zweites EMF, sicher ist sicher. Mache ich dann heute mal eine EMF-Tour. So, Salz ist auch verteilt. Fingerabdrücke haben wir noch nicht. Gefriertemp auch nicht. EMF ja, im Not ist, zur Not ist es halt EMF, weil das ja irgendwie teilweise nicht so eindeutig ist. Ah, toll. Es krabbelt, ja. Ja. Schade. Tjo. Aber die. Eigentlich ist sie komplett durch das Salz durchgerannt. Ich denke, sie ist gekrabbelt. Wahrscheinlich mochte sie es nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Och nö. Ah, da steht sie doch. Ja, ich hab nicht Bild geschafft. Ich hab. Hat er ein Fotoapparat dabei? Ja, ich hab ihn auf. Ich hab ihn schon. Achso. Oder willst du noch? Ja. Nö, ist okay. Wir brauchen aber noch den dritten Beweis, ne? Okay. Okay, wegrennen. Ja. Hab mich anfokussiert. Hab ein Foto von ihm? Auch so. Er kommt bei euch hinterher. Ja, ich hör's. Ja, er hat mich anfokussiert, ich hab Heartbeat. Direkt hinter uns, ich geh rechts. Jupp. Einfach dann gleich wieder nach oben. Bis hinter uns. Jupp, ich hoffe mal. Also normalerweise klappt das ja mit dem Wegrennen. Ja, das klappt auch hier. Ist Poltergeist Jin oder Mario, ist kein Mensch bei, der schneller ist. Ja. Nur nicht hängen bleiben und dann passt das. Ja, ist jetzt im Raum. Merke ich am Hardcore. Okay. Ja. Sehr schön. Und wir haben ein Foto von dir. Cool. Aber der dritte Beweis fehlt noch, oder? Ja, das stimmt. Ja, schon wieder den EMF im Raum. Falls du. Ich geh mal gerade gucken, was an, ob wir an Nebenmissionen die Sachen soweit haben. Und auch mal wegen Sanity. Ja, guck mal unsere Sanity bitte. Jo. Ja. Ja. Jetzt sind wir alle draußen. Okay, ja, Sanity ist auf
6, 7 oder 30. Aber wir haben alle Nebenmissionen. Ja, eine erst. Oh. Nee, alle. Ah, komm, dann nehmen wir mal. Alle. Ja, gut. Ja. Aber wir wissen noch nicht, wer es ist. Ja. Nee. Uns fehlt Gefriertemperaturen, Fingerprints die hatten, oder EMF5. Die hatten wir nicht. Also ich tippe entweder EMF5 oder Fingerprints. Ja, hab ich noch. Hat auch noch nicht viel bewegt. Ja. Also hier hab ich. Könnte aber auch eine Mare sein, weil wir hatten ja eben 3-4 Grad. Kann sich ja noch entwickeln kurz. Ja. Weil wir wurden jetzt zweimal direkt. Okay, es kann auch an uns was Sanity liegen. Ja. Ja, ich dachte, weil Mare wegen Dunkelheit höhere Wahrscheinlichkeit gejagt zu werden. So, komm, nimm ja. mal was zum Räuchern mit. Hat wer noch ein EMF mit? Ja, ich hab noch eins einstecken. Okay, sollte ja dann eigentlich passen, denke ich. Ja, wobei, vor der kann man wenigstens wegrennen, das ist gut. Ja, ja, genau, das ist ganz angenehm. Ja, das ist gut. Da wir es wissen, würde ich einfach generell wegrennen, wenn man nicht weiß, dass man weit weg von mir ist. Ja. Weil sie einen theoretisch sehen kann. Durch Salz ist immer noch nicht gelaufen. Aber es ist abgehakt. Doch, wir haben Nebentask. Ja, ja. Ja, ne, wir haben keine Gefahr. Ja, damit ja, gut, dass du ausrechnest, damit verhinderst du schon mal eine Hand. Eine Minute oder so, ich weiß nicht genau wie lange. Ne, wir haben noch keine Fingerprints. Nee, ne? Was ich sagt EMF? Da ich auch? Ja. Hier außen irgendwas? Nee. Hm. Aber mehr als 3 ist irgendwie auch nicht. Warte, wir haben kurz nichts abgeschossen, oder? Jo, wir haben alles. Ja. Chillig, okay. Draußen auch keine Fingerprints. Hm. Dann wird es wahrscheinlich EMF sein. Ja, das tippe ich auch fast. Also Gefrier haben wir nicht. Nee, das siehst du ja auch am Rauch. Also 4-5 Grad sind es hier. Ja. Ja, das sind ganz klar keine Gefriertemperaturen. Geht ihr raus? Ja. Soll ich mal wieder ausmachen, das Licht? Das fahre ich noch nicht. Ja, der Geist hatte ich gehört. Keine. Ja, ich glaube auch. Ja, der macht das Licht wieder an. Mhm. Aber er hat doch hier. Hat doch berührt. Ja, nix. Das Licht bitte wieder an. Mach Fingerabdrücke. EMF-ler mal eine Runde. Nix. Laptop-Timer mal so auf 5 aufschlagen. Ausschlagen. 20 ist auch okay. Ja. Ach, guck mal, Licht ist an. Sie hat das Licht angemacht. Dankeschön, lieber Geist. Du bist sehr nett. Außer, dass du eben einen von uns getötet hast, das war nicht so nett. Aber was soll man denn da machen? Aber keine Fingerprints, also sie hat ja schon mehrfach Licht an- und ausgemacht. Ja, dann ist es EMF, komm, Abflug. Ja, das denke ich auch. Die Frage ist, wer denkt das gerade nicht?
Safe handelt sie uns gleich, weil sie denkt, dass wir verschwinden, was wir natürlich auch tun. Ja, genau. Wie kommt sie denn nur darauf? Soll ich euch sagen, was scheiße ist? Na? Hm? Ihr kennt ja das Bridgeview Roadhouse, ne? Ja. Stellt euch vor, ihr geht auf die Treppe und er spawnt oben, genau am Ende der Treppe. Ja. Mitten auf der Treppe. Direkt gestorben einfach. Ich wollte von ihm wegrennen, die war einfach die ganze Zeit halb in mir drin, während ich versucht habe, vorher wegzulaufen. Und dann hat sie mich auf dem Weg zur Garage gecatcht. Ja, ja, das ist auch... Mich hat es irgendwann, ich glaube auch irgendwann mal beim unten an der Treppe erledigt. So. Ja, das ist Jin. Also sagen wir EMF. Ja. Wie sie weggelaufen wäre, es ein Jin gewesen, hätte sie uns easy gecatcht. Ja, wir waren ja nicht weit weg. Das wäre ein Revenant. Ja, schauen wir mal. Sehr schön.